Palästinensische Flüchtlinge haben schockiert auf den Ausstieg der USA aus dem UN-Hilfswerk UNRWA reagiert. Das Hilfswerk kümmert sich um die rund 5 Millionen registrierten Flüchtlinge und ihre Nachfahren, die im Zusammenhang mit der Staatsgründung Israels 1948 vertrieben wurden oder geflohen sind. So auch Salwa Abu Amire. Wir bauen alle auf das UNRWA. Wie wollen sie uns die Mittel streichen und uns im Stich lassen? Die Kinder brauchen Blöcke und Stifte für den Unterricht, Schulranzen und Schulkleidung. Ihre Eltern können ihnen kaum Bleistifte kaufen. Die Europäische Union hat den Ausstieg der USA aus dem Hilfswerk bedauert und Washington zum Überdenken des Zahlungsstopps aufgefordert. Israelische Politiker begrüßten dagegen die Entscheidung der USA. Regierungschef Benjamin Netanyahu rechnet damit, dass die Gelder nun über andere Organisationen bei den Flüchtlingen ankommen. Das wird keine negativen, sondern positive Auswirkungen haben. Denn was den Konflikt aufrechterhält, ist der ewige Traum, dass die Nachfahren der Flüchtlinge zurück nach Tel Aviv können. Ohne die umgerechnet knapp 300 Millionen Euro im Jahr fehlt dem Hilfswerk ein Drittel seiner Einkünfte. Das US-Außenministerium begründet den Zahlungsstopp damit, dass das Hilfswerk zu viele Menschen als schutzbedürftig anerkenne.